Es sind die letzten Meter bis zu seinem größten Triumph. Pascal Ackermann sprintet zum Sieg beim 1. Mai-Klassiker in Frankfurt. Ein Beweis seiner Extraklasse, ein Beweis seiner Nervenstärke. Das ist schon ein großer Druck und es fällt halt alles von der Schulter her dann in dem Moment und es ist halt einfach geil. Pascal Ackermann! Sein Name elektrisiert mittlerweile die Massen, wie hier bei der Deutschlandtour in Trier. Der Pfälzer, ein Sonnyboy, Publikumsliebling, ein Star. Sein Beruf Radrennfahrer, seine Spezialitäten Massensprints. 2018 ist das Jahr, in dem er sich mit 12 Siegen in die Weltelite fährt. Also ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ich hätte es definitiv nicht erwartet, dass es so gut läuft mit der Saison, mit den ganzen Siegen auch in den letzten Wochen. Und von daher schwebe ich so ein bisschen auf einer Wolke und nehme es natürlich mit in die nächsten Rennen. Der Durchbruch gelingt Pascal Ackermann bei der Deutschen Meisterschaft. Als Newcomer schlägt er sensationell die gesamte Sprintelite und holt sich den Titel. Erste Gratulantin, die Oma. Familie geht ihm über alles. Zu Hause bei Ackermanns in Mienfeld bei Kandel. Mama Ute, der ältere Bruder Adrian und der Vater, alle brennen für den Radsport. Allein um schon jedes Wochenende auf die Rennen zu kommen, das ist ja schon ein Riesenaufwand, man muss auf viel verzichten. Und meine Eltern haben es halt wirklich gut gemacht mit Verzicht auf alles, nur alles für den Radsport. Und von daher bin ich halt wirklich auch froh, dass ich das so zurückgeben kann jetzt. Früh schon deutscher Meister auf der Straße und Teamsprint-Weltmeister auf der Bahn. Und alles soll auf diesem Dreirad begonnen haben? Das mit den Stützrädern, das Vorderrad ist eigentlich nicht wirklich passend für ihn. Weil er hat eher die Fahrräder von Adrian, von der Nicole, hier auf der Terrasse versucht zu bewegen. Ist dann umgekippt mit dem Teil, aber immer ohne Stützräder, wenn es geht. Und jetzt umjubelter Profi, wie hier bei der Six Days Night in Ludwigshafen-Friesenheim. Und er ist berühmt. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man im Fernsehen sieht, wie er da fährt und er erwähnt wird. Schon toll. Doch es ist auch ein Job mit Risiko. Wie gezeichnet der Körper von Pascal Ackermann bisweilen ist, sieht man erst, wenn er auf der Massagebank liegt. Wie bei der Deutschland-Tour letztes Jahr. Ich habe die ganze Zeit immer nur von oben drauf geguckt und dachte, ja, okay, es ist vielleicht gar nicht so groß. Aber jetzt habe ich vorher mal den Verband wirklich runtergemacht. Und da habe ich im Spiegel gesehen, dass es doch ein bisschen größer ist, wie ich dachte. Denn 5 Tage vorher stürzt Ackermann schwer im hektischen Finale von Hamburg. Bleibt erst benommen sitzen, quält sich dann noch ins Ziel. Das ist halt ein großes Problem eigentlich, wenn man stürzt, bis man wirklich wieder das Feeling hat, Rennen zu fahren. Solche Weltklasse-Sprints erfordern Mut und enorme Fitness. Ackermann trainiert oft hinter der Vespa seines Vaters. Fast 30.000 Kilometer sitzt der Pfälzer pro Jahr im Sattel. Erholung gönnt sich der 25-Jährige bei einer ganz besonderen Leidenschaft: Kaffee. Ich muss ehrlich gestehen, früher habe ich gar nicht gern Kaffee getrunken. Dann im Trainingslager in Mallorca haben wir halt immer Kaffeestopps gemacht. Und dann hat sich so langsam die Liebe zum Kaffee entwickelt. Und dann habe ich gesehen, was für Maschinen es wirklich gibt. Und habe mich ein bisschen mehr damit befasst. Und dann wurde es quasi zur Liebe. Sogar im Training. Keine Tour zu Hause in der Pfalz, ohne Zwischenstopp hier in Landau. Bei seinem Freund Paris in dessen Kaffee-Rösterei. Der hat sich auch in den letzten Jahren extrem viel damit beschäftigt. An manchen Tagen, als er frei hatte, extra hier gefahren. Und dann hat er mit mir da hinten Kaffee geröstet. Und ich habe ihm immer versprochen, irgendwann übernimmst du meine Rösterei. Ja, na klar, also immer braucht man Plan B nach dem Radfahren. Und Kaffee ist momentan mein Hobby, also von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Man muss dann halt mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt will ich erstmal noch ein paar Jahre Radfahren. Und der Triumph von Frankfurt beweist, dass er ein ganz Großer werden kann.